Dienstleister gruppieren bei der Einstellung die Pflegenden so niedrig wie möglich ein, um die Kosten gering zu halten, und daraus ergeben sich im nächsten Schritt keine Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine Diskussion, die man sehr offensiv führen muss. Und da sind wir genau, wenn wir gefragt haben, mit Steuererhöhung oder Pflegebeitragserhöhung, das muss nicht der erste Schritt sein, sondern es ist eine Frage auch der Verteilung. Also im kommunalen Bereich, die ja dann für Sozialleistungen zuständig sind, ist dann schon die Frage, worauf wird Wert gelegt und wofür wird Geld ausgegeben. Man kann das ganz platt sagen, für die Umleitung oder die Umbaustraße um eine Stadt herum oder halt für den Pflegebereich. Aber ich glaube, hier soll die Diskussion beginnen, und der nächste Schritt kann dann die Frage sein, nimmt man ein solches Verbändeklagerecht mit auf. Das ist immer eine schwierige Diskussion in Deutschland, deswegen bin ich da auch sehr zurückhaltend. Wir haben als Marburger Bund es geschafft, in der Tat die Wertschätzung für die ärztliche Tätigkeit zu erhöhen. Und Wertschätzung, das, ich glaube, ist ja heute relativ deutlich geworden, drückt sich in verschiedenen Dimensionen aus. Eine dieser Dimensionen ist das Geld. Und da haben wir in der Tat es geschafft, dass wir uns hier sehr stark verbessert haben. Wir haben natürlich Tarifverträge abgeschlossen. Das heißt also, für die tarifvertraglich gebundenen Ärztinnen und Ärzte gibt es keinen Lohnunterschied. Also wenn ich in einem Tarifvertrag irgendwo arbeite und fange als Arzt an, dann ist es egal, ob ich Arzt oder Ärztin bin. Also von daher haben wir in den unteren Stufen, sage ich mal, haben wir dieses Problem, was wir heute diskutieren, würde ich behaupten, eher nicht. Wenn man sich etwas anschaut, die Gruppe der Oberärztinnen und letzten Endes Chefärztinnen, dann würde man denken, da ist es erst gar nicht das Problem, aber genau das Umgekehrte ist in der Tat richtig. Da, wo Oberärztinnen zum Beispiel zusätzliche Einnahmen bekommen können von ihren Chefärzten, wo sie zusätzliche Dinge vielleicht mit ihrem Arbeitgeber verhandeln können, oder bei Chefärzten, die ja gar nicht tarifvertraglich gebunden sind, sondern selber etwas aushandeln, da können wir die Unterschiede natürlich mindestens erahnen, auch wenn wir sie vielleicht nicht statistisch nachweisen können. Also da spielt eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle. Wir haben ja noch keine Entgeltordnung im kommunalen Tarifvertrag bisher. Und es ging darum, festzulegen, wie man jetzt Pflegekräfte zukünftig bezahlt. Und in der Überleitung haben wir gesagt, es darf keiner schlechter gestellt werden. Das war so die Hauptforderung von Verdi. Und damals haben die öffentlichen Arbeitgeber alle gesagt, dass sie der Meinung sind, dass die Pflege genau wie jeder andere dreijährige Ausbildungsberuf ein Beruf ist, der in die Entgeltgruppe 5 soll. In der 7 sind wir im Moment. 7a, in die Entgeltgruppe 5 soll, weil wodurch unterscheidet sich schon die Ausbildung eines Tischlers oder eines Schlossers von der Ausbildung einer Krankenschwester oder eines Krankenpflegers? Wir haben dann darauf hingewiesen, dass die psychische Belastung, die Verantwortung, die physische Belastung in der Pflege ja doch vor allen Dingen die Verantwortung eine ganz andere ist als in anderen Ausbildungsberufen. Und die öffentlichen Arbeitgeber standen auf dem Standpunkt, Pflege gehört in die Entgeltgruppe 5. Was heißt das jetzt nochmal? Dass sie noch wesentlich niedriger eingruppiert werden müssten, als sie jetzt eingruppiert sind. Das würde dann so bei 10 Euro ungefähr Stundenvergütung sein. Und da hat Verdi natürlich nicht mitgemacht, aber die Argumentation der Arbeitgeber war, die Pflege wird im Moment nur so gut bezahlt, und das ist ja nicht viel mehr geworden seit 2005, die wird nur deshalb so gut bezahlt, weil wir 1989 einen Pflegekräftemangel haben, den wir heute ja nicht mehr haben, haben sie 2005 gesagt. Wir haben damals schon gesagt, dass der Pflegekräftemangel sich anbahnt und dass man das ja wohl schon merkt, aber sie haben es bestritten, und da gibt es ja bis heute noch nicht wirklich eine Einigung bei der Eingruppierung. Wir hatten
Anfang des Jahres ja Warnstreiks in den Tarifverhandlungen und in dem Klinikum, in dem ich den Warnstreik mit organisiert habe, hatten wir ein OP total dicht gemacht. Hat auch wunderbar geklappt, alle waren sehr einverstanden, alle haben an dem einen Streiktag teilgenommen und wir sind über die Station gegangen und haben die Kollegen dort aufgefordert, auch mitzumachen. Und die haben gesagt, guck dir das an, wir haben 36 Betten, wir haben 2 qualifizierte Pflegekräfte im Frühdienst, wir können nicht mal eine Pause machen, wie sollen wir in der Pause zu euch runterkommen? Und deswegen kriegen wir da nichts durchgesetzt. Es ist nicht so, dass die Gewerkschaft nicht mehr haben will. Die sagen dann, da soll Verdi was für mich machen. Ja, wer ist denn Verdi? Mhm. Verdi kann nur was machen, wenn die Betroffenen sich dafür stark machen und sich beteiligen und deutlich machen, jetzt ist endlich Schluss. Mhm. Und deswegen ist ja im Moment auch die Diskussion um den Gesundheitsschutztarifvertrag für die Beschäftigten im Krankenhaus. Und da hoffe ich, dass wir da was erreichen werden, auch eben Personalbemessungszahlen ist so das, was den Kollegen am meisten auf der Seele brennt, dass man eben auch sagen kann, so und so viele Leute braucht man auf jeden Fall, also im Nachtdienst eine einzige Person für eine 36-Betten-Station ist eine Katastrophe. Und wenn man jetzt die Station zu 60 Betten zusammenlegt schon, was ja im Moment auch schon in einigen Häusern passiert und nicht nur hier in Berlin, wenn ich dann sage, ich will da pro Station 2 examinierte Pflegekräfte, manche Leitungskräfte stellen sich hin und sagen, Mindestbesetzung ist 111, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Oder wenn einem Auszubildende erzählen, sind im dritten Semester, also haben gerade mal 1,5 Jahre Krankenpflegeausbildung, sie sind alleine auf einer neurochirurgischen Station mit einer Leasingkraft, die den ersten Tag auf dieser Station arbeitet. Ich finde, das ist eine Katastrophe. Und das passiert immer öfter. Und die Leute, die beschweren sich darüber, aber sie trauen sich nicht, was dagegen zu tun oder wissen nicht, was sie dagegen tun sollen, ohne den Patienten noch mehr zu schaden. Man muss also Transparenz schaffen. Transparenz heißt in der Altenpflege, 70% unserer Kosten sind Personalkosten. Also wenn ich sparen will in dem Bereich, kann ich nur bei Personal sparen. Wenn ich nicht sparen will, wenn ich tariflich entlohnen will, was ich muss, Ausrufungszeichen, dann steigen Kosten. Dann müssen wir uns überlegen, was ist es uns wert. Das Problem liegt da woanders, wo ich heute noch behaupte, dass 1/4 aller Heimbewohnerinnen und Heimbewohner nicht in einer Pflegeeinrichtung leben müssten. Also wenn bestimmte Systeme, die die Pflegeversicherung ja mal gesagt hat, ambulant vor stationär, Prävention vor Reha vor Pflege, wenn wir das leben würden in Deutschland, nicht nur in Schulen, nicht nur in der Justiz, sondern auch in der Pflege, dann hätten wir auch Kosten über, um dann, wenn Pflege nötig ist, sie qualifiziert zu bezahlen und genug Personal vorzubehalten. So, das heißt Personal, ich habe eben von den Pflegenoten gesprochen. Es wird an Stellen kontrolliert, wo wir keine Kontrolle, sondern Vertrauen brauchen. Und in Bereichen, Stichwort Personalkosten, wo wir Kontrolle bräuchten, werden wir nicht kontrolliert, sondern wird pauschal vergütet, egal ob ich als privater Träger oder freie Wohlfahrtspflege, die können das mittlerweile auch perfekt, ins Lohndumping gehe, ohne jede Not. Und um zu den Beschäftigten zu kommen, ist natürlich auch ein Punkt, die darf man auch nicht aus der Verantwortung lassen. Wenn das alles stimmt, Herr Präsident, mit dem Fachkräftemangel und ähnliches mehr, ja, wieso verlasse ich denn meinen Arbeitgeber nicht, Entschuldigung? Wieso gehe ich denn nicht zum nächsten Träger und sage, schönen guten Tag, hier ist meine Lizenz, das kann ich, guck mal, was bietest du mir denn, was bietest du mir? Welcher Beschäftigte hat denn tatsächlich in einer ländlichen Region die Auswahl, als Berufsangehöriger mit 40 Jahren, 2 Kindern zu Hause, die Möglichkeit tatsächlich zu sagen, ich gehe jetzt nach Dänemark? Also ich sage mal, das sind wahrscheinlich eher die wenigen. Und wenn ich in einer Großstadt wie in Berlin lebe, mag das ja möglicherweise noch anders sein, wobei ich mir Berlin vielleicht gerade nicht so als Beispiel vorstellen kann, ob da die Angebote so unheimlich lukrativ sind. Aber was zur Wahrheit vielleicht umgekehrt dann auch dazu gehört, ich nehme wahr, dass immer mehr Krankenhäuser und Institutionen Prämien ausloten und sagen, liebe Mitarbeiterin, wenn du einen weiteren Mitarbeiter besorgst, dann gibt es 3.000 Euro Prämie oder 5.000 Euro und immer nämlich da, wo es drastisch fehlt. Das konterkariert natürlich manchmal die Aussage, wo ich dann sage, ich würde euch ja gerne mehr Geld bezahlen, aber ich habe gar keins, ich kann die Löhne nicht bezahlen und beantworte das dann immer mit Personalabbau. Also das versteht man manches Mal die Welt nicht. Da, wo der Nerv getroffen wird, der Krankenhäuser, nämlich zum Beispiel im OP- und Intensivbereich, da sind auf einmal die Möglichkeiten denn dann da. Und diejenigen, die können nach der Ausbildung, die sagen, ich mache es, die gehen in andere europäische Staaten.
Und als Geschäftsführer einer Ausbildungsinstitution kann ich Ihnen sagen, ich stelle regelmäßig Nachweise aus und das sind dann die Besten, die gehen, weil sie sich in dem Zeitraum noch leisten können, wo sie nach Dänemark gehen, die skandinavischen Länder oder gleich nach Australien und USA, wo sie umworben werden, natürlich auch anders finanziert. Wenn ich bei Schulen und Lehrern diskutiere in Schleswig-Holstein, und ich war dort in Kiel in einer Diskussion, wo mir die Schulleiterinnen dort beklagt haben, dass ihnen ganze Jahrgänge nach Dänemark abwandern, weil sie dort 30% mehr verdienen, dann spricht das doch für sich. Eine Gewerkschaft kann eben eine Urabstimmung machen und kann zu einem Streik aufrufen. Und dazu braucht sie natürlich dann die MTA oder alle anderen Akteure des Gesundheitswesens, die dann dahinter stehen. Und eben in dem Moment, wo die Gewerkschaft diesen Streik verkündet und ihn in die Tat umsetzt, dann eben auch zu unterstützen. Aber es bedarf hier schon federführend einer Gewerkschaft, die es tut. Und es bedarf meines Erachtens auch einer Gewerkschaft, die sich am Verhandlungstisch dafür einsetzt, dass ein BAT nicht einfach auf dem Niveau eingefroren wird, sondern man kann natürlich sagen, es bleibt jetzt bei dem alten BAT, aber es muss angepasst werden, nämlich aufgrund von dem, was jetzt aktuell an Tätigkeitsbereichen abgefordert wird. Und das ist nicht geschehen. Das ist hier einfach überhaupt nicht gemacht worden. Und insoweit ist es zwar eine schöne Frage zu sagen, alle müssen in die Gewerkschaft rein, aber die Gewerkschaft an sich muss auch tätig werden. Und ein anderes Moment ist sicherlich jeder Beschäftigte auch selber, der in seinen Gehaltsverhandlungen eben dafür eintreten sollte, dass er den Wert hat, weil er eben qualifiziert ausgebildet worden ist und eine qualifizierte, hochwertige Leistung erbringt, die dem Patientenschutz, der Patientensicherheit ja auch dient und dafür eine entsprechende Vergütung verlangen sollte. Auch ein Problem im System, was man nicht ausblenden kann. Wenn ich doch eben noch mal gesagt habe, dass bezogen auf die Krankenhäuser, dass es pauschale Budgetkostensteigerung von 1,48%, die Sachkosten auffangen sollen und die Tariflöhne auffangen. Da kann man sich auch als ganz normal Sterblicher, der mit Zahlen einigermaßen umgehen kann, dass damit alleine schon die Tariflöhne nicht aufzufangen sind. So, da liegt ein Systemfehler. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt gut oder schlecht. Da muss ich einfach auch mal an andere Strukturen herangehen. So, ist ja immer das Problem, das kurz zu machen, wenn Sie dann sagen, es sind so viele vorher gewesen. Das dann zu beantworten, ich denke, wir haben ein großes Problem und da müsste ich Ihnen jetzt mal ein bisschen widersprechen, zu sagen, wenn Sie sagen, wir wollen als Verdi nicht nur eine Berufsgruppe und dann die Intensivpflegenden sehen oder die Anästhesie, da muss ich sagen, es gibt die Berufsgruppe der Pflegenden und davon gibt es 1,2 Millionen. Das ist schon eine Berufsgruppe, sind dreimal so viel wie die Ärzte. Und dass die sich nicht immer haben vertreten gefühlt durch Verdi, ist ein offenes Geheimnis. Und ich meine, da schaue ich manchmal schon dann hin, etwas neidvoll, nicht neidisch. Wir haben ja etwas erreicht, was wir auch für die Pflegenden gerne hätten erreicht. Mit wem ist mir letztendlich egal, aber erreicht. Dann muss ich sagen, bedarf es eines größeren Einsatzes. Und wenn man dann sagt, na gut, da brauchen wir mehr Mitglieder. Die Mitglieder sagen, vielleicht die potenziellen Mitglieder sagen, na, wenn die einen was für uns tun, dann kommen wir. Die anderen sagen, kommen die erstmal, dann tun wir was für die. Das, ich glaube, ist gehupft wie gesprungen. Sie hatten aber eingangs eine Frage gestellt. Die würde ich gerne kurz beantworten. Und zwar, was sollen wir denn tun, um im Rahmen eines Equal Pay Day auch in der Zukunft dieses Problembewusstsein in die Öffentlichkeit zu bringen? Wissen Sie, das ist, denke ich mal, der entscheidende Punkt. Wenn Sie Betroffene, Angehörige, Patienten, Bewohner damit konfrontieren, mit was Pflegende, professionell Pflegende, letztendlich nach Hause gehen und was sie verdienen, unter welche Arbeitsbedingungen sie dann arbeiten, dann fallen denen manches Mal die Schuppen von den Augen. Dann verstehen sie eben nicht, warum sie so viel Geld für die Einrichtung geben müssen. Dann ist das Entsetzen groß. Und ich frage mich, und darum muss man anfangen, warum wissen die das nicht? Ich habe meine Vermutung. Über Medizin kann ich noch positiv denken. Weil als Sportler habe ich mir mal irgendwann den Meniskus eingerissen und sage, Mensch, bin ich froh, dass ich jemanden habe, der mir hilft. Mit Pflege wird aber häufig etwas in Zusammenhang gebracht, was ich eigentlich ja gar nicht will, nämlich pflegebedürftig. Aber wo ist im Leben überall professionelle Pflege? Kommt sie zum Einsatz? Von der Geburt über das Leben hinaus, bis zum Ende des Lebens, in der Onkologie, in der Palliativpflege, dann, wenn es wirklich auch um ein menschenwürdiges Ende geht. Das müssen wir klar machen. Und da braucht die Definition eine andere Form von Wert. Und dann bekomme ich vielleicht in das Bewusstsein. Das kann ich nur durch solche Diskussionen wie hier in den Fokus bringen und immer wieder, dass ich sage, das bedeutet es, denn diejenigen, die diese Leistungen in Anspruch nehmen, damit konfrontiert werden, die wissen auf einmal, welcher Wert drinsteckt. Okay. Wir müssen es allen anderen nur noch beibringen, die jetzt heute nicht betroffen sind, aber vielleicht in 10 Jahren betroffen sind oder irgendwann, was es ist.
Bei uns können beschäftigte Interessenten die Löhne in allen Bereichen nachlesen. Ich finde das sehr wichtig und deshalb finde ich auch wichtig, dass Angehörige nachlesen können, was steckt denn hinter 3.500 Euro für eine Pflegestufe 2? Weil da macht sich ja keiner ein Bild von. Ne? Dann kommen die, was man am meisten kann, ist das Essen. Wir haben einen Wareneinsatz von unter 5 Euro. Darüber diskutiere ich dann mit dem Angehörigen, dass es bei uns jeden Tag Suppe, Hauptgericht, Nachtisch gibt, außer samstags, wenn es Eintopfs gibt. Wir sind halt im Rheinland. Und wenn man denen das dann deutlich macht, die kommen in der Erwartung eines Sternenlokals, und wenn man denen dann sagt, hör mal, uns stehen für den ganzen Tag Vollverpflegung, für die unterschiedlichen Gerichte, für Getränke, die es noch gibt, 5 Euro Wareneinsatz zur Verfügung, sagen die, hau, da könnt ihr aber gut wirtschaften, super, Respekt. Dafür ist das aber eine schöne Vielfalt. Also ich stelle immer wieder fest, wenn man transparent arbeitet, dann kriegt man eine Gesprächsebene. Der Pflegesatz, wer bezahlt das? Also dahinter steckt ja ein seit 15 Jahren gedeckelter Anteil der Pflegekassen. Die reden über Qualität, die erhöhen sich ihre Gehälter in den Pflegekassen, zu Recht für die Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeitsebene, und erzählen uns also über Qualität und erheben seit 15 Jahren nicht deren Pflegekassenanteil an, sondern das geht einseitig zu lassen, das muss ich ja mal sagen als kommunaler Vertreter, an uns Kommunen, und wie es Kommunen geht, brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber zu reden, manchmal vielleicht, weil sie schlecht gewirtschaftet haben, aber in der Regel durch Grundsicherungserhöhungen und durch Kindergartenbeiträge, alles, was auf Kommunen abgeschoben wird. Und ein Kämmerer, und ein Sozialdienster nennen, spart dann natürlich auch. Normalerweise ist die Pflege, ist der Krankenkassenbeitrag für die Pflege der Patienten oder für die Versorgung der Patienten erforderlich und nicht für den Neubau. Aber ohne den Neubau ist man überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig. Die Kommunen kommen ihrer Verpflichtung nicht nach, zu investieren, ausreichend zu investieren. Geld drucken können sie nicht. Die Privaten, die können dann eben Geld reinstecken. Das können die Kommunalen eigentlich nicht. Und also wird es über die Pflegesätze über Pflegesätze finanziert, was dann aber an Geld für die Beschäftigten wieder fehlt. Wir sind ein klassischer Frauenberuf in Deutschland, 100% Frauenquote, und unsere Arbeit kommt auch in allererster Linie den Frauen und ihren Familien natürlich zugute. Und ja, vielleicht haben Sie es über die Medien in den letzten Jahren und jetzt vergangenen Monaten ganz besonders mitbekommen. Wir sind tatsächlich sehr betroffen, was einmal die Versorgungslage angeht. Also es gibt sehr viele Regionen in Deutschland, wo tatsächlich die Frauen nicht mehr genug Hebammen zur Verfügung haben und keine Hebammenhilfe mehr in Anspruch nehmen können. In den vergangenen 2 Jahren haben knapp 25% der Hebammen, die freiberuflich arbeiten, ihr Kerngeschäft aufgegeben, die Geburtshilfe. Also das ist im Moment wirklich sehr drastisch. Es wurde erwähnt, die Haftpflichtproblematik ist natürlich ein Thema, was uns bewegt, was wir jetzt hier auch überhaupt nicht diskutieren und lösen können, aber es ist tatsächlich nur die Spitze des Eisberges. Und wir haben auch die Sondersituation, dass etwa 60% der Hebammen auch zusätzlich noch freiberuflich oder auch ganz freiberuflich tätig sind. Wir als Hebammenberufsverband tatsächlich mit den Krankenkassen die Vergütung direkt aushandeln können, aber natürlich für die angestellten Hebammen das über die Gewerkschaften läuft und wir da leider des Öfteren das Gefühl haben, ein bisschen unterzugehen. Da beißt sich auch so ein bisschen die Ratte oder die Schlange in den Schwanz. Es wurde vorhin schon erwähnt, es sind tatsächlich weniger als 10% der Hebammen bei Verdi organisiert, was dann dazu führt, dass Verdi sagt, gut, es sind so wenig Mitglieder, was können wir für Sie tun? Und unsere Hebammen sagen, Verdi tut nichts für uns, also treten wir auch nicht ein. Also da würde ich mir auch einfach von Verdi wünschen, vielleicht auch nochmal ein bisschen Initiative zu zeigen für unsere Berufsgruppe und anzuerkennen, dass wir doch nochmal eine Sonderstellung haben in der Qualifikation. Immer mehr Arbeitgebergruppen steigen aus als Verhandlungspartner. Und das müsste vom Gesetzgeber aus meiner Sicht geregelt werden. Es kann nicht sein, dass jeder per Arbeitsvertrag eine Lohnfindung erfindet. Das sollte eigentlich in unserem System heute nicht möglich sein. Die Gesundheitsberufe sind in unserem Land überhaupt nicht wegzudenken. Was wäre denn? Sie haben die Lokführer angesprochen. Ja, klar, die streiken, wunderbar, daran stirbt kein Mensch. Wenn aber die medizinische Versorgung nicht mehr stimmt, wenn da alle streiken würden, das kostet Menschenleben. Und das sollten wir uns einfach nicht leisten können. Wir sollten die Berufe, die es im Gesundheitswesen gibt, wertschätzen und entsprechend honorieren. Und dazu brauchen wir Unterstützung von der Politik, aber auch von unseren eigenen Leuten. Sie müssen sich organisieren und Arbeitgeber müssen da sein, die mit den Mitarbeitern, also mit den Tarifverhandlern auch arbeiten wollen.
zu hoffen, dass der Tarifvertrag eine Ungleichheit ausschließt, die Hoffnung muss ich Ihnen rauben. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, Zulagen für Erschwernisse. Haben Sie schon gehört, dass Krankenschwestern und Pfleger eine Zulage kriegen für schweres Heben und Tragen? Gibt es eine Zulage in dem Beruf für Ekelerregendes? Gibt es da irgendwelche solche Zulagen? Kaum. Dieses wird einfach in das Berufsbild integriert und mit der Bezahlung ist dann gut. Es gibt Zulagen in manchen Bereichen, aber nicht für sowas. Wenn Sie aber gucken, zum Beispiel unsere Kollegen und Kolleginnen bei den Wasserbetrieben, die die Schmutzwasser entnehmen müssen, jawohl, der Kollege kriegt eine Zulage für diese Schmutzwasser. Die Kollegin im Labor, die kriegt keine Zulage, wenn sie damit umgeht mit diesem Schmutzwasser. Und so ähnlich haben wir das eben auch bei Frauenberufen hier im Pflegebereich, wo eben nicht das gewürdigt wird, was in dem Beruf alles drin ist. Dass wir im niedergelassenen Bereich so wahnsinnige Unterschiede haben, das kann man jetzt gerade immer wieder lesen. Und wir haben wirklich ungefähr, ich würde mal sagen, diese drei Säulen. Ja? Einmal diese Eingruppierung, dann haben wir die Arbeitsbewertung, die natürlich ganz wichtig ist. Die Arbeitsbewertung, die sozusagen bottom-up sagt, was ist, welche Fähigkeit wird wie vergütet. Das muss man für alle Berufe machen, da bin ich fest davon überzeugt. Da muss man für viele Berufe neue Wege finden und neue Ansätze finden. Auch in den Entgeltgruppen, in den Tarifverträgen sind ja bestimmte Berufe gar nicht erwähnt worden, das ist gesagt worden. Sehr wichtig finde ich aber auch das System, was sozusagen top-down analysiert Unternehmen und feststellt, Logik D meine ich da, was feststellt, wo sind eigentlich hier die Schwachstellen, wo, warum werden bestimmte Leute geringer bezahlt als andere Leute, das ist ein Analysesystem, was ich auch sehr schätze. Und das dritte Standbein, was mindestens genauso wichtig ist, ist eben die Pressure Group. Das sehen wir bei den Niedergelassenen, die funktioniert da ja ganz hervorragend und bei einigen Berufsgruppen noch sehr viel hervorragender als bei anderen. Und die Kinderärzte stehen unten und die Radiologen stehen oben. Und sie sind alle Ärzte, sie haben alle dieselbe Ausbildung und sie sind alle Fachärzte. Und wenn sie Fachärzte sind, haben sie auch alle mehr oder weniger dasselbe Niveau an Ausbildung durchlaufen. Und trotzdem verdienen die einen das Fünffache von dem, was die anderen verdienen. Und das hat mit Bewertung im eigentlichen Sinn nichts mehr zu tun. Das ist Pressure Group. Vielen Dank, das nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich noch stärker darauf achten muss, dass gleicher Lohn nicht zwingend heißt, dass es nicht ein höherer Lohn sein müsste, allein schon von den Wertigkeiten. Also vielen Dank dafür. Was ist mein Rat? Mein Rat ist, endlich damit aufzuhören, wenn Politikerinnen und Politiker kommen, bei uns zum Beispiel in Altenheim, vorher zu putzen und dann schön zu erzählen, wie prima alles ist. Ja? Dann fahren die nämlich nach Berlin oder bei uns nach Düsseldorf und sagen, ach, hat sich schon erledigt, well, wir waren da, lecker essen, alles easy. Das ist der größte Schwachsinn, den es gibt, sondern ich denke, und da können Marburger Bund oder andere Berufsverbände wie Gewerkschaften Ratgeber sein und auch Hilfegeber, dass man mal ein paar Lohntabellen vergleicht, was die Kollegin gerade sagte, mit diesen Zulagen, damit man da auf den Putz kloppt und einfach Politiker genau damit konfrontiert, was tun Sie in Ihrem Ausschuss dafür, dass zum Beispiel in der Pflege nicht nur eine Schichtzulage da ist und irgendeine Entlohnung am Wochenende. Jetzt habe ich das Problem mit Ekelzulage. Ich hoffe, Sie verstehen das richtig. Ne? Die würde ich da zumindest anders nennen. Aber so sollen wir jetzt über einen Sputumbecher diskutieren. Aber Sie wissen, was ich meine. Also es geht nicht um Ekel, sondern ich habe mir was ausgesucht, egal welches Krankheitsbild, mein Job. Aber dass das schwierig ist und manchmal zu schwer, da kann man zulagentechnisch drüber reden. Und ich denke, da würde ich Politik mit konfrontieren. Wir sind da nach wie vor zu lieb und ich lese das ja in den Fachzeitschriften, ne? MDBX war da, alles ist schön. Wahnsinnig. Wir regen uns wie heute drüber auf, aber wir streiten nicht. Da, wo es um Politik geht, die machen die Gesetze und die können ja auch nur das in die Gesetze einbringen, was sie wissen. Und wenn wir sie nicht damit verbindlich konfrontieren und daran messen, geht nichts weiter. Also dieser eine Tipp, lass uns Politik, es gibt genug Wahlen nächstes und übernächstes Jahr, damit konfrontieren und für diese Rechte streiten. Ich kann mich dem Vorredner im Endeffekt nur anschließen, würde aber auch jedem Einzelnen die Empfehlung geben, für seinen tollen Beruf einzustehen und das zu fordern, was er für diesen Beruf eben angemessen an Vergütung erhalten sollte.
Also ich schätze den Appell an die Politik nicht so erfolgreich ein, einfach aus einem Grunde, aus meiner Erfahrung werden Politikerinnen und Politiker immer sagen, sie haben recht, wir sind nicht zuständig. Ich glaube, was wir brauchen, das ist angesprochen, zwei Kernaussagen. Das eine ist eine Solidarität der Berufsgruppen, die muss hergestellt werden. Ich sehe keinerlei andere Möglichkeit zu sagen, das kommt aus der Berufsgruppe heraus, egal aus welcher Berufsgruppe, das wird niemand anders für uns tun. Und der zweite Punkt ist, machen wir die Gesellschaft durch Transparenz zu unseren Verbündeten, weil die merken als allererstes, wenn es weh tut und wenn Professionalität aus der Leistung der Gesundheitsberufe fehlt. Wir müssen das in die öffentliche Diskussion hineintragen und dann, haben Sie vielleicht recht, ist der Nährboden in 2013 aus ganz anderen Gründen so gut besät, weil Bundestagswahlen sind und Landtagswahlen sind, das könnte dann ein wenig Rückenwind geben. Danke. Ich würde die Forderung erstmal stellen an die Kolleginnen und Kollegen, die ich damit vertrete, dass sie vielleicht mal einfach nur in ihrer Arbeitszeit für das bisschen Geld, was sie kriegen, das tun, was sie tun müssten, nämlich pünktlich anfangen und pünktlich aufhören und nicht länger bleiben. Alle Berufsgruppen im Krankenhaus bleiben länger, weil sie in ihrer eigentlichen Arbeitszeit ihre Arbeit meist überhaupt nicht schaffen. Und dann der Appell eben an die Politik, in die Tarifhoheit werden sie nicht eingreifen, aber der Appell an die Politik, dass es eigentlich verboten werden müsste, dass Gesundheitskonzerne auch noch Rendite machen können zulasten der Beschäftigten, indem sie nämlich Kollegen, die im Streik sind, kündigen und sie damit zwingen, wieder an ihren Arbeitsplatz zu gehen oder eben die Kündigung auf sich zu nehmen, wie es im DAMP-Konzern eben passiert ist. Also sowas darf einfach nicht, sowas müsste eigentlich verboten werden. Ich weiß, dass es sowas nicht verboten wird, aber eine Rendite von 24% auf einen Gesundheitskonzern für Fresenius zum Beispiel ist einfach ein Unding.